Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird euch präsentiert von Germania und kurzurlaub.de. Ganz nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, sind unsere Profis am Mittwoch unter der Leitung von Athletiktrainer Björn Bornhold in der Morgenröte in den zweiten Tag des Trainingslagers gestartet. Nach dem Stretching vor dem Hotel wurde sich beim Frühstück zunächst gestärkt. Der Kaffee vertrieb die letzte Müdigkeit, bevor es erstmals auf den angrenzenden Platz ging. Einigen Passübungen sorgten Sprintduelle für einen kleinen Wettbewerb, ehe das Umschaltspiel geübt wurde. Ja, und auch beim anschließenden Spiel konnten die Keeper mit einigen Paraden glänzen. Wie schon in den vergangenen Jahren war der Trainingsplatz dank unserer Fans und Sponsoren mit Banden ausgestattet. Einige mussten vorübergehend provisorisch am Zaun angebracht werden, da es bei der Abreise leider zu Transportschwierigkeiten kam. Am Nachmittag bat Interimstrainer Wladimir Ljuti zur zweiten Einheit und zeigte sich danach zufrieden. Alles nach Ablauf, wie geplant. Wir haben gut gearbeitet, die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Ich möchte, dass wir Umschaltenspiel verbessern und auch Spiel mit weniger Kontakten einliefern. Ich habe auch mit allem gesprochen, mit Jungs und gebeten, dass sie auch diszipliniert trainieren, was sie auch machen und benehmen sich und mit Respekt. Und das glaube ich, wir kommen schon einen Schritt weiter. Aber wenn ich arbeite, entweder zwei oder Wochen oder Tage, ich gebe immer über 100%. Weil das ist ein Beruf, das ich sehr gut kenne.